Wenn du in EA Sports FC 24 nun Elfmeter halten willst, musst du auf diese Änderung Acht geben. Ich erkläre dir ganz genau, was sich ändert und wie sich das eventuell auswirken kann. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Und zwar letztes Jahr, also in FIFA 23, war es so, dass du als Torhüter drei Möglichkeiten hattest, für welche Ecke bzw. wo du dich hinbewegen könntest. Und zwar war das links, Mitte und rechts. Sozusagen dieser Bereich und dieser Bereich. Und jetzt in EA Sports FC wird es um zwei weitere Varianten erweitert. Das heißt, jetzt musst du aus fünf Zonen wählen. Das heißt, einmal oben links, unten links, Mitte, oben rechts und unten rechts. Das heißt, einmal dieses rote Kästchen für oben links, einmal das blaue Kästchen für unten links, das grüne Kästchen für Mitte, was wir auch schon kennen, und dann wieder das rote Kästchen für oben rechts und das blaue Kästchen für unten rechts. Wahrscheinlich wird es dadurch nochmal schwieriger werden, wirklich die richtige Ecke und Co. auszuwählen. Die Sache ist natürlich, ob dadurch Elfmeterschießen einfacher wird, weil du an sich mehr Varianten hast, beziehungsweise eher mehr Varianten zur Auswahl hat und sich halt mehr entscheiden muss und dann eventuell wieder so eine Sache OP wird, dass auf einer bestimmten Höhe die nie zu halten sind, weil trotzdem vom Torhüter diese Sache nicht abgedeckt werden kann oder der dann unter dem Torwart durchrollt oder über dem Torwart durchspringt. Das hatten wir teilweise auch in FIFA 22 mal, dass du, wenn du den flach geschossen hast, der immer rübergesprungen ist. Und das wird sich nun zeigen. Wenn dir der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazustoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und außerdem wird bei den Next-Gen-Konsolen, das heißt PlayStation 5, Xbox Series X, S und PC, wird es neue Elfmeter-Avatar-Anläufe geben, wie wir es auch schon in dem Gameplay-Deep-Live-Trailer gesehen haben. Hier wirst du nochmal eine Szene dazu sehen, dass ja durch Volumetric Capture, aka Hypermotion, wie natürlich jetzt auch aus echten Spielen auch die Elfmeter-Anläufe verschiedener Spieler wie Haaland, Kane und so ins Spiel integriert werden und dadurch nochmal mehr Varianz bei dem Anlauf kommt oder Lewandowski, der dann nochmal abstoppt und dann macht. Diese sind nun auch in den Animationen der Spieler beim Schuss integriert. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Das waren auch schon alle Neuerungen zum Elfmetersystem. Ihr solltet sie trotzdem innehalten und spätestens, wenn ihr einen Elfmeter kassiert, dann darauf zurückgreifen können. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesen neuen Änderungen meint, ob das Spiel bereichert oder eher kontraproduktiv ist. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video gerne mit anderen FIFA-Freunden, EA Sports FC-Freunden, die besser werden wollen und über alle Neuerungen Bescheid wissen wollen. Und wenn du ganz viel Bescheid wissen willst, wirklich jede einzelne Kleinigkeit, die sich ändert, dann rate ich dir, meine EAFC 24 News Playlist anzuschauen. Da stelle ich wirklich jede Änderung vor, die es in EA Sports FC 24 gibt. Und zum Schluss sage ich wieder, Welcome to the New Age. Ciao.